Eine Influencerin wird gecancelt wegen Keksen. Und wie lächerlich das Ganze eigentlich ist, das kann man sich kaum vorstellen. Aber wir gucken uns das Ganze mal etwas genauer an. Pokimani ist eine wirklich extrem große Streamerin. Und wenn ich von extrem groß spreche, dann meine ich wirklich extrem groß. Damit einmal das Ganze, das Größenverhältnis hier klar wird. Sie hat 9,4 Millionen Follower auf Twitch. Also sie ist legit eine große Streamerin. Und sie ist natürlich auch auf YouTube unterwegs und hier hat sie 6,6 Millionen Abonnenten. Sie lädt nicht so oft Videos hoch, aber die machen gut Klicks. Und vorhin war sie auch live, sie ist auch jetzt live, 6.460 Zuschauer. Das ist schon nicht schlecht. Also man sieht hier, Papa Platte hat mehr. aber Pokimani ist okay, krasse Influencerin. Wirklich, wirklich krasse Influencerin. Und wie das so nun mal ist im Leben, ein Influencer bringt irgendwann auch mal ein Produkt raus. Pokimani hat hier rausgehauen, dass sie diese Mina-Kekse rausbringt. Mina-Snacks. Und da irgendwie so eine eigene Produktlinie entwickelt hat für ihre Fans. So, hier sieht man nochmal die Packung. Und das Ganze wird verfügbar sein in so 4er-Packung, 8er-Packung, 12er-Packung. Also, und pro Packung sind, glaube ich, hier eben diese 114 Gramm drin. Und die sollen kosten $28, $56 und $84. Also ungefähr $7 pro, pro 114 Gramm Packung, Alter. Es ist schon sauteuer, sauteuer. Und kein Influencer-Produkt ohne Skandal. Ist das mit Gold, sind die Kekse mit Gold oder mit ähnlichem gebacken? Man könnte es tatsächlich fast meinen. Jedenfalls wurde behauptet, dass sie die Produkte quasi einfach nur ja, gedropshippt hat oder so. Weil man die Marke halt vorher schon kannte und die halt basically the same aussahen so. Pokimanis neues Snack-Unternehmen Mina Snacks hat auf Behauptung reagiert, dass ihre Midnight-Mini-Cookies eine Kopie eines anderen Produkts seien, das zuvor bei Costco verkauft wurde. Doch fast unmittelbar nach der Ankündigung des ersten Produkts von Mina Snacks, Midnight-Cookies, sah sich das Unternehmen einer Gegenreaktion ausgesetzt, nachdem Fans Ähnlichkeiten mit Twicys Midnight-Mini-Cookies bemerkten, die zuvor bei Costco verkauft wurden. Inmitten der Kontroverse hat Mina Snacks eine Erklärung abgegeben, um auf die Kritik im Internet einzugehen. Ein Sprecher von Mina Snacks erklärte in einer E-Mail an Dexerto. Unsere Produktformulierung ist einzigartig für Mina und exklusiv für uns. Wir können bestätigen, dass die Midnight Cookies 2 Jahre lang entwickelt wurden. Dieser Prozess umfasste viele Testrunden und Zutatenänderungen. Genau, und Pokimani hat tatsächlich dann auch nochmal das dazu getweetet, ja. Es gab ein bisschen Verwirrung, aber ich werde euch das erklären. Also, ich fasse das jetzt hier mal ein bisschen in kurz zusammen. Wer das lesen will, soll googeln. Und zwar erzählt sie halt, dass ja, die Kekse gab es so in der Art und Weise vorher schon, aber die gibt es mittlerweile nicht mehr. Und diese Midnight-Cookies, die haben ihr so gut gefallen, dass sie jetzt auch ja, sich diesem Produkt angenommen hat und das aber Ganze refiniert hat. Das ist also ihr eigenes Produkt und es ist sehr ähnlich, aber schon unterschiedlich, weil sie daran selber irgendwie gearbeitet haben soll. Sind Midnight-Cookies so ein Ding? Ich wusste nicht, dass man zu Mitternacht nur eine bestimmte Sorte essen darf. Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass man zu Mitternacht überhaupt Cookies essen darf. So wie man halt Frühstück, Mittag und Abendessen hat, gibt es dann halt noch so den Mitternacht-Cookie so. Aber natürlich gab es jetzt halt nicht nur dieses Problem, dass das Ganze irgendwie super ähnlich wie ein anderes Produkt wirkt. Für 115 Gramm Cookies bezahlt man $7 und da kommen ja in Amerika durchschnittlich noch die 19% Mehrwertsteuer rauf. Die haben wir ja bei uns in Deutschland immer im Preis mit inbegriffen, die fehlen da noch. Das heißt, die Dinger werden, keine Ahnung, 7,50, 8 Dollar oder so kosten. Was schon teuer ist für so ein paar Kekse. Und anscheinend gab es da in dem Chat, also in Pokimanis Chat, eine Nachricht, die sie ein bisschen aufgeregt hat. So, und das halt auf jeden Fall wegen der Aussage hier, wird Pokimani gerade so richtig, richtig gehatet. Also so wirklich. Like, oh my god, $28 for cookies? It's 4 bags. Warum schmatzt sie so? Das sind 4 Packungen, okay, Leute? That's $7 a bag. I know, math is hard. When you're an idiot, but... Okay, jetzt packt sie die Beleidigung raus. Like, if you're a broke boy, just say so. Okay, yeah. Ja, wenn du arm bist, dann sag doch einfach. Sag doch. Also man merkt, glaube ich, schon, warum die Aussage ein bisschen daneben war, weil... Yeah.
ich weiß nicht, fassen wir es zusammen. Es wirkt sehr, sehr arrogant, wie sie da redet. So, was, du kannst dir meine Cookies nicht leisten? Die sind nicht teuer, du bist nur arm. Also erstmal, ich habe jetzt natürlich die Nachricht nicht gesehen, wie, also was sie da für eine Nachricht bekommen hat, dass sie da so ausgerastet ist. Aber seien wir mal ehrlich, das war halt schon ein bisschen too much. Also die ist schon echt abgegangen. So konstruktiver Umgang mit Kritik. Sieht so ein bisschen anders aus. Für den Clip hat sie halt auch wirklich extrem viel Shit geerntet. Also einer der größten Meinungsblogger, würde ich mal behaupten, Moist Critical auf YouTube Penguin Zero oder so, hat dann auch ein Video zu gedroppt. Da soll er unter anderem hat er da gesagt, dein Reichtum wurde auf dem Rücken deiner Kunden quasi, ja, aufgebaut. Und Leute arm zu nennen, nur weil sie deine Produkte nicht kaufen oder sich nicht leisten können, ist halt einfach wirklich nicht mehr so bodenständig. Und ja, das stimmt natürlich. Also genau, unangenehm. Sie hätte der Kritik wenigstens ehrlich begegnen können, unterzustehen können. Und das finde ich halt auch. Also ich finde es am Ende halt lächerlich, dass sie wegen Cookies, also dass er allgemein so ein Drama wegen Cookies ist. Weil, ha, meine Güte, da kosten die $7. Ich würde sie halt einfach nicht kaufen und gut ist. Weil Influencer-Produkte in der Regel überteuert sind. Aber die Aussage ist schon verdammt dreist. Und da hat sie auch schon zu Recht ein bisschen Shit geerntet. Eine weitere Content-Creatorin hat dann versucht, Pokimani zu verteidigen mit einem wirklich, wirklich dämlichen Take. Also legit. Leute, es gibt da Menschen wie Neon, Jack, Sneeko, das sind sehr, sehr kontroverse Streamer hier an der Stelle, die durchschnittlich tausende von Zuschauern haben und nichts tun, außer ständig Negativität zu verbreiten und Leute zu belästigen in der Öffentlichkeit. Aber wenn ein Mädchen mal Cookies verkauft, das ist, wenn ihr euch alle anfängt aufzuregen? Der immense Hass gegenüber Frauen im Internet ist bodenlos, okay? Also die Kritik, die Pokimani da bekommt, kriegt sie nur, weil sie eine Frau ist. Erinnert euch der Take an irgendjemanden? Und XQZ, ein weiterer Streamer, der hat da auch eine ganz besondere, also der hat dann da auch drauf geantwortet, auf den Shoyoka-Move basically. Ja, Nadja, es ist der Hass gegenüber Frauen, der dafür gesorgt hat, dass die Cookies so teuer sind. Zufälligerweise ist es auch der Hass gegenüber Frauen, der dafür sorgt, dass es Menschen gibt, die quasi nur von einem Lohn zum anderen Lohn leben und die nicht in der Lage sind, sich auch Luxusgüter zu kaufen. Da gibt es auf jeden Fall keine valide Kritik. Tell them, Queen. Ach, der ist so voller Sarkasmus. Ich mag XQZ nicht, aber da hat er mal einen guten Take rausgehauen. Bin ich ganz ehrlich, hat er wirklich, wirklich guten Take rausgehauen. So. Der Shitstorm war so hart, ja, dass Pokimani natürlich am Ende wieder ein Statement rausbringen musste. Imagine einfach, keine Ahnung, die Cookies kamen raus am 13. Wir haben jetzt den 21. Das Ganze, ja, so 20., 21. Stell dir vor, du musst innerhalb einer Woche zwei Statements raushauen wegen deinem Influencer-Produkt. Man könnte es fast schon Skandal-Marketing nennen, würde ich behaupten. Das ist auf jeden Fall ein guter Marketing-Move. Kann man sich viel Geld sparen. Auf jeden Fall will ich natürlich auch die Entschuldigung euch nicht vorenthalten. Also jemand hat sich dann halt auch nochmal drüber aufgeregt und war so, hör, das muss doch irgendwie ein Witz gewesen sein. Immerhin hatte sie keine Ukulele. Ja, lustigerweise die Ukulele-Dame, die Entschuldigung mit einer Ukulele gedroppt hat, weil sie Minderjährige belästigt hat, die hat sich jetzt nochmal entschuldigt, aber ohne Ukulele. Ich hätte es gefeiert, wenn sie da noch irgendwie eine Mundharmonika oder so rausgezogen hätte. Auf jeden Fall Pokimani war so. Während das hundertprozentig als Joke gemeint war, kann ich verstehen, warum das unsensibel rüberkommt und ich entschuldige mich dafür. Also nicht, dass sie es gesagt hat, sondern dass es falsch rüberkommt. Ich verstehe auch, dass der aktuelle Preis der Kekse ein wenig teuer für einige sein könnte und ich verspreche, dass wir daran arbeiten werden, zu überlegen, ja, wie man den Preis macht, um die Marke Mina eben so, ja, so bezahlbar wie möglich zu halten. Ich will aber auch klarstellen, dass das, was ich gesagt habe, nur gegenüber von einer Chatnachricht war, der sehr gemein war und das auf jeden Fall
kein Statement über meine gesamte Community sein sollte. Wir denken drüber nach, darüber nachzudenken. Ja, es ist so, and we promise we'll continue to consider pricing. Also wir machen uns weiterhin darüber Gedanken, wie das mit dem Preis aussieht. Dass sie sich drüber Gedanken machen, das ist mir schon ziemlich klar, weil du machst ja als Firma immer Gedanken darüber, wie teuer dein Produkt ist. Würdest du ja keinen Profit draus schlagen können. Das ist schon ein dummer Take so irgendwie, ne? Also die Entschuldigung finde ich richtig, richtig schlecht. A, weil du halt merkst, sie rudert jetzt übelst zurück, nachdem sie den Shitstorm bekommen hat. Okay, natürlich ist es gut, dass sie vielleicht Dinge einsieht oder so, aber ich finde, in der Entschuldigung merkst du nicht, dass sie wirklich was einsieht. Weil, ja, war ja nur ein Witz. Ich weiß nicht, ich fand, sie klang seriously offended, so. Die klang richtig beleidigt. Sie hat das zwar gegenüber einem gemacht, aber halt richtig ausfallend dabei geworden, finde ich. Sich nur dafür zu entschuldigen, dass es falsch rüberkam, ist ja auch ein Klassiker und ich kann den Witz nicht sehen. Genau, ich finde da halt auch keinen Witz. Also da war ja kein Joke so. Es tut mir leid, dass es falsch rüberkam, so. Es ist halt so bescheuert YouTube Deutschland manchmal ist. So bescheuert ist das Drama bei den englischsprachigen Kollegen drüber. Das ist doch mal ein ganz anderes Level teilweise, ja. Also bis YouTube Deutschland endlich jemand meine Ukulele rausholt und sich entschuldigt, sind wir noch nicht auf dem Level angekommen.